Ja, hallo und so und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Unstable in der Season 3. Noch immer. ich fange eigentlich immer gleich und dann mache ich am Schluss dann noch der Begrüßung, die gibt immer das Prophylaktische. irgendwann soll ich mir das mal gewöhnen. Wir machen heute mal, ich habe mir zuerst eigentlich überlegt, dass ich heute mit dem ME-Lager anfangen will, aber es kotzt mich eins in dem Spiel extrem an und das ist das mit dem Hunger. Wir müssen das jetzt mit dem Hunger unbedingt einmal lösen und dazu bauen wir uns die Solid Canning Machine von Industrial Craft 2. Dazu brauchen wir Zinn. Ich habe jetzt offscreen das ganze Zinn schon in den Ofen geschmissen und das darf jetzt weggeschmolzen sein. Das ist sehr schön, 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 schön. Jetzt müssen wir schauen, wie viel das ich rausbringe, dass ich dann Scheiß mache. So, wertvoll. So, wertvoll. 26, 26, das heißt, das sind 18, 2 noch und das restliche Zeug müssen wir barren, müssen wir dann barren machen, glaube ich. Ah, jetzt schaut das wieder anders aus, ach, geschmorren. Das gefällt mir aber eigentlich gar nicht, ne? So, her damit, her damit, her damit. Was meinst du? Und wenn ich die jetzt nämlich schläge, dann schauen die wahrscheinlich wieder an. Nein, nicht einmal. Weil ich habe nämlich da witzigerweise anders Zinn Ingot, da wird das lauter. Es ist einmal so und einmal so. Es kommt drauf an, wie es im Spiel Spaß macht. Ja, na, wir brauchen eine Ette ein bisschen feigen. Einmal schauen wir so aus und einmal schauen wir so aus. Ich muss jetzt schnell das Fenster zu machen. Bang. Das ist schon wieder so laut. Draußen fährt schon wieder die halbe Weltgeschichte spazieren. Und wenn wir schon dabei sind, werden wir den Fernseher auch noch schnell auf lautlos machen, weil der Hund braucht nicht Fernsehen. Der Hund! So, dann haben wir nämlich nicht so viel Störgeräusche im Video. Aha! Gut, somit sind wir da auch. Wir haben jetzt 44 von den Dingen, ja, Stücke dürfen wir schon kommen. Und wir brauchen genau zwei Maschinen für den Scheiß. Ah ja, siehst du, bevor wir das jetzt machen, die prophylaktische Herzang, was ich gemacht habe, offscreen. Das heißt, ich habe da herüben meine ganzen erlauben Melter mit einem Haufen Kisten hergestellt. Ich weiß jetzt noch nicht, in welcher Reihenfolge, dass ich das machen werde. Da herüben haben wir die Sackmills, zwei Stück. Da habe ich den kompletten Berg weggekommen, mehr oder weniger. Die Säule machen wir dann in der Aufnahme fertig, dass ihr das einmal seht, wie das mit dem Carpenters Blocks funktioniert. Und da herunter habe ich im Prinzip aber auch nichts gemacht, außer Terraforming ausgehüllt, weil da herunter kommt meine Mob-Farm her, die, wo ich vom Schnauzer die Cruised Earth gekriegt habe. Aber bis dahin, das ist, da reden wir jetzt von irgendwann in den nächsten 3, 4, 5, 6 Folgen. Ich habe sonst eigentlich nicht viel verändert, da drinnen die Kabel, da habe ich ein bisschen Bug-Using gemacht. Zuerst die Kupferkabel verbunden und dann kann man nämlich Steine setzen und das bleibt und funktioniert. Und sonst geht das natürlich nicht, nur ich wollte nicht, dass man durch die Kisten durchsicht da rein. Das hat mir einfach nicht gefallen. Und jetzt habe ich das halt so ein bisschen gelöst. Und das war's im Großen und Ganzen eigentlich, was ich so offscreen gemacht habe. Das ist echt nur Gummernand-Graberei gewesen da drüben. Also das extreme Hammer ist relativ gut ramponiert. Aber genug von dem, wir werden jetzt einmal, wir brauchen genau zwei Maschinen, wir brauchen die Canning-Maschine, haben wir gesagt. Und wir brauchen Metal-Former, glaube ich, heißt der. Metal-Former, da haben wir. Da brauchen wir Eisen, da brauchen wir Kupfer, da brauchen wir den Cutter, da brauchen wir die Blade, da brauchen wir einen Hammer. Okay, also wir können uns auf alle Fälle mal ein Stack Eisen holen. Ah, was soll der Geiz? Wir können uns gleich zwei. Was haben wir denn da? Compact Draw mit Copper. Wir haben uns auch gleich ein Stack mit. Brauchen wir ja. So. Die haben wir ein bisschen erinnern. So, jetzt suchen wir uns das nochmal. Da brauchen wir die Dinger, da brauchen wir die Schere, da brauchen wir das Zeug und da brauchen wir einen Hammer. Den Hammer können wir uns machen. So, dann bauen wir uns einen Hammer. Ja, genau, nehmt ein wenig alle Dinger her, das ist ja sehr klug. So, für die Schere brauchen wir dann, ich glaube, drei habe ich gesehen, oder waren es drei? Ich glaube, drei waren es. Schauen wir nochmal. Wir brauchen nämlich das und das und da brauchen wir die Schere und da brauchen wir drei und zwei und das müssen sie ausgehen. So, dann haben wir die Schere auch. Das können wir dann alles mit dem Metalform auch machen, aber bis wir den Metalform haben, müssen wir natürlich mit diesen Sachen mal beginnen. Und jetzt können wir uns eigentlich schon 3, 6, 8 von den Dingen. Achso, da brauche ich wieder 8. Ach, Schmarrn.
Habe jetzt gerade doch, habe ich schon. So 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann zack, haben wir drauf. Und ich brauche 8 pro Ding, oder? Ich brauche da wesentlich mehr. Ich brauche 8 pro, 8 mal 3 sind 24. 8 habe ich, das heißt, ich brauche nur 16. Nee, 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 nee. 12, 16. Ja, sonst, es gibt scheiße viel zu tun und sehr wenig Zeit. Oder was heißt wenig Zeit? Ich produziere wie ein Webmaster. Aber ich bin halt schon wieder. Ach, viel zu viel. Ui, und Achievement! Energy Flow! Yeah! Da brauchen wir dann im Prinzip. Es war auch sehr klug, dass sie das zugemacht haben. Wir brauchen aber nur drei. Zack. Hallo? Ach so, Blödsinn. Nicht das, sondern. Komm her. Das. Tada! Haben wir dabei drei. Das waren die. Wie machen wir uns das? Da brauchen wir Bronze. Verflucht. Ich glaube, ich habe keine Bronze. Ich glaube, ich habe keine Bronze. Bronze habe ich sicher noch nicht. Wo haben wir das Buch? Wo haben wir das Buch? Wo haben wir das Buch? Da haben wir die nur draußen. Das ist. Da können wir schon mal schauen. Ich weiß jetzt nämlich nicht mehr auf die Gache. Bronze ist 3 Kupfer und 1 Zinn. Das heißt, wenn ich gleich ein bisschen mehr Kupfer mache, mit 30 Kupfer und 10 Zinn, dann geht sich das wieder nicht aus, gell? Vor allem, das bringe ich nicht auf einmal rein. 10. Das darf ich auf einmal wieder nicht in die Smelter reinbringen. Ich lasse jetzt einmal Ränge, ich lege mich nicht ins Bett. Ich hoffe, das Regengeräusch ist für euch erträglich. So, das heißt, wir müssen das lassen wir gleich mal schmelzen. 30. Ja, aber fast. Jetzt mal nur zweites Mal. Ich konnte natürlich da auch noch einen Stock Hecher machen dann. Und fällt mir eh nicht viel. Mir fallen nicht da 6 Blöcke von dem Scheiß. Aber ich habe nichts vorbereitet. Das heißt. Weil man gedacht habe, ich höre jetzt dann eher auf mit dem Tinkers Construct. Eigentlich will ich ja dann alles über Android.io machen, über die SegMill und über einen Alloy-Melter, Smelter. Jetzt können wir natürlich schauen, können wir da was vorbereiten? Das können wir machen. Da brauchen wir nicht der Iron Plate 8 Stück. Dabei das draußen schmilzt. Zack. Und rundherum. Dann haben wir Basic Machine Casing. Dann haben wir das. Was können wir da machen? Ah, verflucht! Ich habe keinen Rubber. Shit, 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 shit. Ach. Käse, Käse. Rubber Wood habe ich, aber ich habe keinen Extractor. Verflucht. Wall of Glue habe ich auch nicht. Rubber, das sind Bienen, das interessiert mich sowieso nicht. Ah, der Rubber haut mir jetzt wieder alles durcheinander. Ach, verflucht. Wo krieg ich jetzt? Naja, dann schauen wir schnell mal, wie was der Ex. Jetzt müssen wir nur auf Maschinen machen, das wollte ich ja gar nicht. Extrude. Du hast doch Extrude, oder? Hallo? Spinni? Was haben wir gesagt? Metallformer. Former. Da brauchen wir. Na, für den brauche ich es nicht. Da brauche ich es. Da brauche ich es. Da brauche ich etwas oder. Kann ich da. Rubber. Sawmill. Na, ja, müssen wir, dann hilft's nichts, dann müssen wir uns Rubber. Wo finde ich jetzt Rubberwood? Ich habe nicht einmal annähernd eine Idee, wo ich. Wisst ihr was, jetzt gehen wir stehen. Es freut mich jetzt einfach nicht, dass wir da. Wir sind eh da. Schauen wir mal, vielleicht hat der Schnauzer so ein bisschen einen Rubber umeinanderling. Oder Rubber Wood. Nein, irgendwie Rubber Wood habe ich ja auch. Ich brauche einen Rubber.
Rubber, 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 rubber. Ach. So, Spawn? Hallo? Schnauze. Puh, und wieder leck, 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 leck. Schauen wir mal, ob wir was finden. Ich hab nichts gesehen, ich weiß nicht. Nein, 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 nein. Nein, wir finden das aus. Wo käme ich hin? Hallo? Ah, genau, da wollte ich nicht hin. Ich will nicht in den Nether. Vielleicht hat es nicht gescheit gelandet. Hoffentlich hat es nicht gescheit gelandet. Weil wenn das Ding nicht funktioniert, habe ich keine Ahnung, wie ich da, wo ich hinkomme. Nein! Nein! Schnauzer, du Ass! Ach Gott, und der ist am Arsch der Welt daheim. Da haut aber irgendwas mit der Stromversorgung nicht hin. Weil das Terminal, nein, das rennt schon. Ach, Schmorn. Können wir da irgendwie vielleicht, haben wir da Spawnbuch? Mining Age? Control Linking, Linking Book? Nein! Wieso funktioniert das nicht? Und die kämen mit dem Computercraft null aus. Nüsse. Hallo? Ach, naja, da merkt man wieder, Diebstahl lohnt sich nicht. Okay, dann haben wir jetzt dann einen Heimflug gewonnen. Aber bitte, ja, ein Kleider habe ich schon mit. Boah, jetzt haben wir schon gedacht. Nehmen wir seinen offiziellen, inoffiziellen Ausgang. Starten wir ganz hoch auf. Wie weit haben wir denn? 3000 Blöcke, na, Fisch. Jo, in der Zeit kann ich eigentlich nichts erzählen, weil ich nicht nichts weiß. Nein. Ich muss aufflehen. So. Bei meinem Klick werden wir jetzt verhungern auch noch. Aber es geht eh schnell. Seht ihr, mit dem Kleider funktioniert das ganz gut. Sonst, spieletechnisch sehr geil. Bin voll dabei, taugt mir wieder voll. Das Minecraft Unstable Projekt Server ist voll witzig, voll mit den ganzen Leuten. Und ich habe natürlich auch ein paar Troll-Sachen vorgehabt, also da habe ich vor. Oh, schaut, ein Dungeon. Ich lasse mir da sicher ein bisschen was einfallen, dass wir die Leute ein wenig vorgehen können. Das machen wir aber jetzt. Jetzt machen wir zuerst einmal das ganze Grund, so die Grundsachen einmal vom Spiel, die was wir haben wollen. Also was ich haben will, weil ich will unbedingt dann wieder mein ME-Logger starten und ja, das ist so viel Zeug. So viel zum Tor. Zur Start ist definitiv alles ein wenig länger dran. Wie mit meinem schönen Kleider. Wie ihr seht. Bei mir daheim sonst alles cool. Die Kleine von mir schreit, furzt, scheißt, frisst. Also so kleinkindmäßig eben. Nichts Spannendes. Kann noch nicht Auto fahren, verdient noch über kein Geld. Das ist ja voller Scheiß. Und ich hab jetzt negativ gleich einen Baum, irgendeinen Baum. Baum! Nein! Daneben. Ich kann eh noch ein bisschen, naja, nicht wirklich. Das Problem ist einfach, es zahlt sich alles so. Beim Schnauzer, weil man geht mir einmal stehen. Einmal geht mir stehen, das bringt überhaupt nichts. Ich meine, es bringt schon was, aber. Dann haben wir gleich wieder eine Reise gewonnen, wo man mindestens 5 Minuten oder 10 Minuten vor der Aufnahme verscheißt. Und ich wollte eigentlich in der Folge mit dem Zeug fertig werden. Scheiße, war schon wieder fast. Aber dann werden wir das halt splitten. Ist auch recht. Nur ich möchte das jetzt nicht alles rauscutten müssen. Es ist, ja. Der Scheiß. Ja? Die wissen nicht, wo ich hin müsste, wo ich hingekommen, wo ich Lava brauche. 1000 Blöcke nicht mehr. Ach Gott, jetzt gehen wir da schon wieder. Nein! Das ist auch geil. Du fliegst und fliegst, auf einmal taucht vor die Insel. Bam! Vor mein Gesicht gegen einen Baum. Wenn das immer so war. Ha! Moment, da ist Purples Ding. Ah, wir sind. Da unten ist er. Ich bin beim Spawn. Ui! Dann dauert es vielleicht auch nicht mehr so lang. Dann sind wir da. Dann sparen wir uns zumindest ein paar 1000 Blöcke. Woo!
So. Müssen wir dann schauen, dass wir was essen, weil sonst fangen wir von Hunger an. Hallo Schatz, ich bin zu Hause. So. Und ein paar Karottchen. Die, was wir noch haben. Makarotten sind jetzt Niederreißer. Und ein bisschen Brot. Hau das rein, geht schon. Und genau aus dem Grund werde ich das einfach nur ankotzt. Möchte ich unbedingt jetzt dann die Canning Machine haben. Weil, das ist schon wieder eigentlich Bug-Using für was, was im Endeffekt mit dem ganzen Zeug, was wir da dann. Kann ich schon wieder essen? Was wir da dann machen, das muss ich aber zuerst brennen. Das Canning-Zeug. Nein, es geht. Was brauche ich nicht? Wie brauche ich nicht? 6. Okay. 4, 5, 6. Also das, die Tin-Cans, die gefüllten, die umgängen das im Prinzip. Du kannst immer essen. Und das ist das Coole dran. Das so habe ich über den Hammer. Und ich hab das dann. So, da hat das jetzt nicht gemacht. Iron Plate, so ja. Aber ich hab kein Redstone. Das heißt, wenn wir die Canning Machine gebaut haben, dann können wir schön die ganze Zeit die gefüllten Tin Cans futtern und das andauernd. Und das finde ich persönlich erleichternd, wenn du das so sehen willst. So, das haben wir auch. Das haben wir, jetzt brauchen wir nicht mehr das Bronzezeug und dazu müssen wir noch ein große Schmötzen gehen. Das andere Zeug darf nicht fertig sein. Ja, vielleicht schaffen sie doch in der Aufnahme noch. So, wir haben Bronze und Kupfer und ich würde jetzt noch 12 Kupfer. Oh, wie viel Zinn habe ich denn jetzt noch? Wie viel brauche ich denn da noch? Scheiße. Ich glaube 4 oder so muss ich nur eine schmeißen. 1, 2, 3, 4. Schauen wir mal. Aber wir werden jetzt einmal 2 Stacks, 2 Blöcke Bronze auslassen. Dann haben wir zumindest damit genügend für die Maschinen, die ich machen würde. Den Rest kann ich dann in Ruhe irgendwann einmal ausleihen. Wenn ich nicht nur mehr Bronze brauche, als ich jetzt denke. So, einmal, zweimal. Bronze. Auf Bronze. So! So. Durch die Tür. Zu meiner beliebten Workbench, geliebten Workbench. So, das heißt, da brauche ich das mal nicht zwei. Da brauche ich dann. Boah, das ist schon wieder Rechnerei. Ich krieg 2 von den Dingen aus. Ich brauche 2, 4, 5, 10 brauche ich. Das heißt, ich brauche 5 so Dinger. Bronze. 1, 2, 3, 4, 5. Und da haben wir mit dem Hammer drauf. Zack. Und da haben wir das. So. Dann haben wir die 2, die sind erledigt. Die Toolbox, da brauche ich dann nur Chests. Wo? Irgendwo habe ich aber glaube ich noch Arbeit noch, oder habe ich die alle verbraten? Es ist nicht wurscht, es ist, war mir eigentlich wurscht, die kann ich machen, aber ich will einfach das ganze Zeug, was ich schon habe, einmal verbraten. Na? Na? Dann holen wir uns halt noch ein Stack Holz. Zack. Und bauen uns noch 2 Chests. Nein! Das ist nicht nur ein Stück rausgekommen, verflucht. Das ist das, und der Unterschied zwischen D und D. Wenn ich da Shift halt, dann kommt da einer raus, wenn ich da Shift halt, kommt da ein Stack raus. Das heißt, das ist einfach unterschiedlich gemacht und die wollen mich nur fragen. Das ist nur, damit sie mich, nur, dass sie mich ärgern können. So, so viel wollte ich gar nicht machen. So. Dann tun wir die 2 da rein. Und machen das so. Dann haben wir die Toolbox fertig. Die Toolbox haben wir eigentlich müssen die Maschinen fertig sein. Das müssen nicht fertig. Kohle. Dann. Ich hoffe, es hört jetzt mal kleiner nicht schreien. Die dürfen heute Boden nicht so down. Wie sonst immer. Wo sind die Toolbox? Da sind die Toolbox. Das ist die zweite. Und oben drüber kommt immer das Ding. Hab ich eh alles. Yay! Metal Former! So, das ist jetzt einmal der erste Spaß gewesen. Und dann bauen wir noch in, aber ich glaube, da muss der Metal Former schon laufen.
Die Canning Machine. Basic Machine Kit. Das ist jetzt überhaupt kein Problem mehr. Aber für die Tin-Dinger brauche ich die Tin-Item-Casing und den Extruder. Da muss ich schon rennen. Das heißt, wir werden uns da ein Loch reinklopfen. Werden den daher sitzen. Ja, oder machen wir das aber nur fertig in der Aufnahme. Dann ist mir das wurscht. Dann werden wir vielleicht ein bisschen überziehen. Aber nur ein bisschen. Ich habe jetzt wieder ein paar Freiminuten gewonnen. Sollte mein Mikrofon ein wenig runterrichten. Ich hoffe, es hört nicht die ganze Zeit von mir. So, dann brauchen wir da zwei Low Voltage. Zwei und Kupferkabel. Zwei habe ich jetzt mitgenommen, nur damit ich nachher dann gleich was zum Verbinden habe. Das heißt, drauf und dann das mit dem verbinden. Und haben wir, wir haben ganz oft, wir haben ganz oft. Doch, wir haben es oft. Puh, haben wir schon gedacht, das geht sich nicht. Geht da nix? Geht da schon. Geht da sehr schön. Da haben wir gesagt, die Dinger, da muss ich, dass ich die baue, brauchen wir die auf Extruding. Extruding, da bauen wir uns dann gleich, machen wir uns gleich ein paar, die machen wir uns aber jetzt mit dem Hammer, weil das geht schneller. Hammer, 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 da ist er. So, da brauchen wir, ich weiß gar nicht, wie viel das da braucht. Wir brauchen es dann eh wir müssen es tonnenweise Kanister machen. Nein, das war Bronze. Verflucht, weil das alles so ähnlich ausschaut. Kupfer. Wir müssen jetzt nicht hin, hin. Da ist. Ja, dann sind wir mal nicht so hakelig. Öfi und dann nochmal und zack. Und dann kann der dann nämlich gleich mal los extruden. So. Schauen wir mal, ob der das richtig rauskommt. Ich hoffe. Und yes, okay. Dann haben wir den Schaß erledigt. Das heißt, wir haben die Machine Casing können wir auch gleich machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wieder. Nicht 9, habe ich gesagt. 8. Hören wir leider schon zwirren. 6. Jetzt ist der Hammer hin. Der war doch so. Und zwei von den Dingen, dann bauen wir uns einen nächsten Hammer. 6 und dann noch zwei dazu. 7, 8. Zack. Dann haben wir das Machine, das Basic Machine Casing. Das heißt, ich brauche 6 von den Kupferdinger. Und den Ding, 5, 6. Bei Gelegenheit werden wir halt den Schnauz irgendwann einen Rubber zurückgeben. Oder wir sagen ihm einfach gar nichts. 3. Nein, ich brauche zwei von die, oder? Ja, ich brauche sicher zwei von die. War da in der Mitte? War da in der Mitte? Ich bin zu dämlich. Ah, ein Iron Plate. Die machen es aber dann herum schnell. Da brauche ich zwei. Jetzt zwei. Zack, zack. Nein, mein Hammer. Und eins ist fertig. Da, so schnell jetzt wird meine Ding auch noch. 6 brauche ich. Ich bin halt schon wieder so verwirrt. Das ist ein Wahnsinn. 5, 6. Es ist einfach, weil ich das jetzt unbedingt in der Aufnahme fertig machen will. Hallo. Hallo. Achso, ich bin voll. So, das tun wir dann drauf. Dann haben wir da wieder zwei Redstone her. Und das Casing. Yay! Jetzt haben wir zwei. Das heißt, die Kanister dann außer, wenn ich den jetzt da her tue, dies und dies da her tue, und die zwei da drüber tue, dann habe ich eine Canning Machine. So schnell kann es gehen. Und die bauen wir dann da her. Weiß man auch, wo ist das? So. Saft? Na, können Sie erst ausschließen, gell? So einfach ist das dann auch wieder nicht. Zack, da haben wir dann
den da her, den da her und verbinden den mit dem. Und wir müssen dann rein theoretisch Saft haben. Und mit der Canning-Maschine ist das jetzt so, wie viel haben wir denn jetzt schon? Ja, erst zwei. Mann, tu weiter. Ja gut, okay. Ja, ich kann es euch vielleicht sogar ein bisschen zeigen, weil ein wenig, was ist noch da? Wir nehmen jetzt auf alle Fälle, ja schön, dass es gerade geklingt hat, jetzt sind die ganzen Kartoffeln fertig. Man kann es machen mit Kartoffeln, mit Karotten, mit nur Vanillesachen halt leider. Ich weiß gar nicht, Weizen kann man sicher machen. Weizen kann man sicher machen. Da werden wir in einer der nächsten Folgen, ich glaube nächste Folge machen wir so eine gemischte. Da zeige ich dann das, da gibt es nämlich noch einen, ich habe noch nicht gearbeitet damit mit dem Mod, dass man die Seeds verbessern kann, dass man mehr Ertrag hat, dass schneller wachsen und dass, ich glaube, robuster sind gegen Krankheiten, oder wie ist das denn, was ihr wisst. Aber du nimmst praktisch die Kanister, du hast die da einer, oder da einer, genau da einer, und dann schauen wir, wie viele Kartoffeln haben wir da herin, da haben wir auch noch ein paar herin. Da tust du dann die Kartoffeln da einer. Und er arbeitet sich das dann durch, wie ihr seht. Und bling! Da kriegst du dann so eine gefüllte Tin Can. Und die kannst essen. Und ich mein, die Tin Can verschwindet natürlich nicht. Aber du isst auf einmal so viel, bis du satt bist. Das ist halt dementsprechend sehr genial. Also von wegen, das ist ja fast wie Cheaten eigentlich. Du brauchst nicht einen Stack und du kannst das immer essen. Und das ist halt genial. Und jetzt brauche ich das schon wieder. Brauche ich das schon wieder, den Kisten. Nein, das schmeiß ich jetzt einmal dabei da einer. Das kommt da einer und meine Werkzeuge kommen da einer, haben wir gesagt. Das brauchen wir dabei auch nicht. Da haben wir noch schnell ein bisschen ausräumen. Den haben wir weg. Den haben wir da dazu, das Zeug haben wir da dazu. Rubber, Bronze. Nö, wir haben dabei noch genügend Platz, dann haben wir die Bronze da einer. Dann werden wir die Karötchen, da haben wir da, die Suppe, da haben wir da einer, die können wir alles da einer da. Wir haben da noch ein wenig Holz in der Tasche, habe ich gesehen. Da haben wir einen Cleanstone. Passt auch. Das Buch können wir wieder da rein. Da brauchen wir auch nicht mehr dabei. Da haben wir noch das Zeug einer und das Zeug einer. Und Zinn können wir im Prinzip da auf. Oder? Ich möchte jetzt dann noch schnell ein wenig sprinten, dass man die Puste noch ein wenig ausgeht. In der Folge. Ein bisschen hupfen. So, wie schaut es da jetzt eigentlich aus? Können wir das jetzt fertig machen? 22, das heißt 2 plus ein bisschen was. 2 sind 18. Machen wir das auch noch schnell leer. Vielleicht haben wir dann wieder einen Hunger. Bis dahin. Aber ich glaube fast nicht. Aber es ist jetzt sehr genial. Mit der Canning-Maschine. Also für mich zumindest. Es ist sehr einfach, war nicht. Bronze, 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 fertig. So, nein, das geht sich fast nicht mehr aus. Also, das zeige ich euch dann einfach nebenbei, gesagt, in einer der nächsten Folgen. Da haben wir da einer. Der sollte dann nur ein bisschen weiter schmoren, das passt eh. Die brauchen wir genug. Jetzt haben wir schon 14 volle Kanister, das wird natürlich jetzt Strom saufen, Ende nie wahrscheinlich. Schaut es denn da aus, wird der leer? Nein. Nicht wirklich. Nein. Okay. Wenn das mit dem Strom so gut funktioniert. Dann haben wir jetzt zumindest in der Aufnahme gesehen, wie man die Canning-Maschine macht. Wir haben jetzt 16 Futter. Das ist ja geil. Sehr genial. Ja, und jetzt tragen wir da das Zeug noch schnell zurück. Und nächstes Mal kommt, machen wir dann weiter mit. Nächste machen wir, wie gesagt, nächste Folge wird dann so eine Mischfolge und in der übernächsten Folge darf man dann anfangen mit dem ME-Lager. Hoffentlich. Hoffentlich fällt man nicht wieder irgendeine Scheiße, der was mir eigentlich wichtig ist, also in dem Moment dann wichtig ist.
Ja, und sonst bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zum Sagen, außer es hat mich gefreut, dass ihr mich gesehen habt. Ich hoffe, es zeigt sich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was. Tschüss mit euch und ciao mit euch.